Ja, hallo, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Videofolge von mir. Ich bin der verstrickte Lebensabend, ich bin die Dagmar und komme aus Österreich. Heute zeige ich euch gestrickte Sachen, ein bisschen was Gehäkeltes und was Genähtes. Ja, dann beginnen wir mal und zwar mit dem Teststrick. Ich habe euch ja erzählt, dass ich für die Rita Maaßen Teststricke einen Pulli. Und ich darf ihn auch zeigen. Und zwar wird das der Pulli. Ja, der hat hier so einen Streifen drauf und hier die Rippen und einen kleinen Rollkragen. Die Ärmel sind hier weiß abgesetzt. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Ja, und dann habe ich noch ein paar Bilder, da sieht man es vielleicht genauer. Und zwar hier. Ja, so schaut der aus. Und ich stricke ihn mit Rogan. Das ist die Wolle. Das ist Rogan Pur Wool Superwash. Nadelstärke 4, hier sind 200 Laufmeter, 100 Gramm, in der Farbe 117. Und ich habe bereits den Vorderteil fertig gestrickt. So schaut er aus. Ja. Hier sieht man die Streifen, dann in der Mitte den schrägen Streifen und das ist die rechte Seite. Hat auch ein interessantes Abschlussbündchen und das sind nur jeweils 10 Reihen markiert, damit ich dann beim Rückenteil gleich bin. Strickt sich schön und macht auch Spaß. Ja. Er ist ein bisschen breiter, das soll auch so sein. Der hat 15 cm positiv Ease und soll ein bisschen locker fallen. Ja, ist ja auch kein Fehler. Ja. Es ist auch so ein Pulli zum Drüberziehen, vielleicht kann man da auch noch drunter was tragen, wenn man den Pulli dann einfach drüber schmeißt zum Rausgehen. Ja, das ist einmal mein Teststrick. Moment. Ich muss einmal mein Ablagetischchen näher zu mir bringen, sonst kann ich die gezeigten Sachen nicht drauflegen. Ja, dann habe ich weitergemacht an meiner Leike Cloud. Die Leike Cloud habe ich euch ja auch schon gezeigt. Vorderteil war schon fertig und ein Ärmel. Und nun ist der zweite Ärmel auch dran gekommen. Und die macht super Spaß zum Stricken. Also ich stricke es gerne. Ja. Die hat so ein nettes Würfelchenmuster mit Unterbrechungen, aber ist toll und die ist auch ganz kuschelweich. Die stricke ich ja aus der Elise oder Alice Angora Gold und die Drops Baby Alpaka Silk ist das. Ja. Das habe ich noch zu Hause gehabt im Stash und das wird jetzt die Jacke. Ja, und jetzt kann ich, habe schon die Maschen wieder hier alle drauf und kann es jetzt schön wieder den Körper runterstricken, solange es mich freut. Ich habe auch hier in der Mitte einen Eichhörn gemacht als Abschluss. Man muss nur aufpassen, dass man den locker genug strickt, damit sich das nicht spannt. Und sonst
Schaut super aus. Es fällt aber auch nicht auf, wenn man keinen I-Cord strickt, habe ich gesehen. Dann rollt sich das ja dann vorne so ein. Aber das wollte ich auch nicht so unbedingt. Ich dachte, ich mache so ein I-Cord. Ist ja auch kein Aufwand. Und so soll es ausschauen, die Jacke, wenn es fertig ist. Und ist von der Hochi Locatelli. Ja. Like geklaut. Dann habe ich das letzte Mal euch Socken gezeigt. Die waren bis zur Ferse. Und zwar waren das die Socken Mexican Sunset. Hoppala, Entschuldigung, von Drops. So sollen die ausschauen. Und die sind fertig, ja. Die sind auf dem Sockenblock. Und zwar, so schauen die aus. Habe ich zwei Stück. Und zwar habe ich nur oben das geändert. Ich habe dir zwei rechts verschränkt und zwei links gemacht, das Bündchen, und habe nicht oben, da wäre so ein schräger Colorwork-Rand dran gekommen. Das wollte ich nicht, weil ich wollte es dann doch ein bisschen fester, das nicht so rutschen. Ja. Ich gebe es einmal runter, damit man es genauer sieht. Und zwar hat man hier das Muster mit diesen Karos. Das ist fortlaufend bis zum Bündchen. Hier an der Sohle hat man ein anderes Muster. Dann eine Ferse. Welche das ist, kann ich nicht sagen. Und dann hat man auch noch hier einen Spickel, der eingestrickt wird, und halt eine normale Spitze. Nur allerdings hat die einen besonderen runden Beginn, den ich auch so noch nicht gekannt habe. Ja, die sind jetzt fertig, sind gebadet und ich kann sie jetzt anziehen. So. Und gestrickt habe ich die Socken aus Regia Perfekt, vierfädig, Anne und Carlos Edition war das, Kids Color, und eine ganz normale weiße Schachenmeier, vierfädige weiße war das. Ja, dann habe ich noch weitergemacht an meinem Tuch, und zwar an dem Tuch Victoria von der Birgit Freier. Stricke ich ja aus der Junghanswolle in der Farbe, und zwar das ist die Angosetta, da ist Seide und Angora drinnen, ganz ganz super kuschelweich. Ja, und einen Mustersatz habe ich weiter gestrickt, so schaut es aus, ist sehr schön. Jetzt bin ich beim Mustersatz 4, 6 Mustersätze muss ich stricken, und dann beginnt die Spitze. Ja. Und wird auch recht nett, das Tuch, auf das freue ich mich auch schon, aber das ist so ein Genussstricken, da stricke ich dann wirklich nur so, ja, so. Aus Freude und Belohnung. Ja, meine stricke ja immer, aber das ist ein ganz besonderes Strickstück. Ja. Das hebe ich mir dann immer auf. Ja, was ist an meinem Höllenprojekt weiter passiert, an meinem Elfenmantel? Ich habe mich um einen Stoff gekümmert für die Blenden, und ich habe
den unteren Abschluss gemacht. Und zwar der untere Abschluss, also hier noch einmal das gute Stück von der Rückseite mit der Kapuze, Ärmelchen und der Vorderteil und so mit den Godets. Ja. Und ich habe jetzt unten die Godets den Rand gemacht und zwar gehäkelt mit ganz normale feste Maschen und dann einer Krebsmaschenreihe als Abschluss rundherum. Ich habe es dann schon gewaschen und aufgelegt, damit sich das schön auslegt, dass sich der Rand nicht aufrollt. Das tut er jetzt nicht, das liegt schön und fällt auch schön. Und jetzt ist einmal der untere Abschlussrand einmal fertig. Und die Leiste, die Abschlussleiste vorne, hier, kommt jetzt dann eine Stoffleiste dran und das wird aus diesem Stoff passieren. Ja. Das ist gar nicht so einfach gewesen, obwohl ich muss sagen, das kommt jetzt so bläulich rüber, ist es aber nicht, es ist violett. Das zeigt das Licht nicht, das passt aber gut dazu. Ja. Ja. Und da kommen dann die Abschlussleisten vorne dazu und Knopflöcher. Ich möchte es nämlich mit Knöpfen schließen. Ja, irgendwann wird das auch zur Vollendung kommen, mein Höhlenprojekt. Es hat mich eine Zuschauerin gefragt, wie schwer denn das, dieser Elfenmantel ist. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich mache noch die Blenden drauf und dann werde ich ihn wiegen. Und das nächste Mal, wenn er fertig ist, sage ich euch dann, wie schwer dieses Teil geworden ist. Ja, dann habe ich noch etwas genäht. Und zwar habe ich FFP2 Maskentaschen genäht. So schauen die aus. Also das ist einmal das Täschchen. Das kann man wo anhängen, wenn man möchte. Hat einen Zipferschluss. Ist gefüttert. Habe es mit einer Einlage verstärkt, mit einer weichen. Hoppala. Und hier kann man halt jetzt so diese Masken reingeben und zumachen. Vor allem, ich habe es nämlich gesehen bei meinen Eltern, die bewahren ihre Masken, die sie kriegen, so in so Jausensackerl auf. Ihre neuen. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch schön, wenn man die ordnungsgemäß schön unterbricht. Natürlich kann man auch die gebrauchten rein. Man könnte ja auch hier zum Beispiel ein abwaschbares Futter reintun, dass man desinfizieren kann. Und ja, ansonsten kann man es in der Waschmaschine waschen und ist so eine nette Aufbewahrungstasche. Natürlich kann man auch was anderes reingeben, ist klar. Dann habe ich hier so mit Fußball eine gemacht, mit grünem Zip und schwarzes Innenfutter. Eine mit Blümchen, mit weißem Zip und weißem Innenfutter und ein paar Glücksmarienkäfer mit rotem Zip und auch weißem Innenfutter. Ja. Wer das nachnehmen möchte, ist kein Problem. Und zwar die Anleitung gibt es kostenlos. Ich schreibe euch das drunter in der Infobox und zwar bei Maker Mouth Sewing auf YouTube. Ist eine Videoanleitung, könnt ihr euch anschauen und ein kostenloser Schnitt zum Runterladen. Ja, ist überhaupt ganz einfach zu machen. Wem das interessiert, wer das auch gerne machen möchte, ist überhaupt kein,
keine Hexerei. So. Ja, und dann habe ich noch gelesen, und zwar den zweiten Teil von Achtsam Morden. Den habe ich euch ja vorgestellt und habe gesagt, der war so grandios, genial, dass ich mich direkt ein bisschen gescheut habe, den zweiten Teil zu lesen. Vom Hörbuch her hat mir der Vorleser nicht richtig zugesagt. Daher habe ich dann das Buch gekauft. Und eine Zuseherin hat mir unterisch hingeschrieben, auch der zweite Teil ist grandios, ich soll es ruhig riskieren, weil ich hatte Angst, dass ich da ein bisschen enttäuscht werde. Und das ist jetzt der zweite Teil. Das Kind in mir will achtsam morden von Carsten Dusse. Der Protagonist, der Björn, ist natürlich gleich geblieben. Hier ist es so, hier geht es um das innere Wunschkind. Björn hat das Prinzip der Achtsamkeit erlernt und mit dessen Hilfe sein Leben verbessert. Er hat den stressigen Job gekündigt und sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter und streitet liebevoller mit seiner Frau. Ach ja, und nebenbei führt er noch ganz entspannt zwei Mafia-Clans, weil er den Chef des einen ermordet und den anderen im Keller versteckt hat, eines Kindergartens eingekerkert hat. Und warum kann Björn das alles nicht genießen? Warum verliert er ständig die Beherrschung? Er hat das Morden einfach satt, aber ganz so einfach ist es nicht. Sein Therapeut, Joschka Breitner, bringt ihn endlich auf die richtige Spur. Es liegt an Björns inneren Kind. Und das ist so total entzückend geschrieben wieder, wirklich, ich sag's euch, herrlich. Dieses Kind, natürlich dieses innere Kind, mit dem soll er sich auseinandersetzen. Hier geht's halt, wenn man sich als Kind was gewünscht hat und man hat das nicht bekommen, aus welchen Gründen hat man es bekommen? Oder dass einem vermittelt wurde, das, was du jetzt gerne möchtest, das ist eigentlich unwichtig. Ja? Und er kommuniziert jetzt mit seinem inneren Kind und achtet darauf, dass auch sein Kind, sein Inneres, zufriedengestellt wird. Und da kommen also ganz entzückende Dinge zum Vorschein und es passieren halt wieder Sachen, wo man sich denkt, na, das gibt es, obwohl es ihm passiert, ihm passieren solche Dinge, also er plant das nicht voraus, es passieren halt diese Sachen und es ist wirklich wieder genial. Also auch der zweite Teil, ich kann euch den nur empfehlen, er ist wirklich wieder genauso niveauvoll geschrieben, ist witzig, hintergründig natürlich, wenn man darüber nachdenkt und ja, eine durchaus gute Leseempfehlung für euch. Ja, ich bereue es nicht, dass ich mir den zweiten Band besorgt habe. Ja, ich habe ja gesagt, ich berichte euch dann noch von meinem Erlebnis mit den Impfterminen. Ich konnte vorige Woche einen Termin für meinen Vati ergattern. Allerdings für meine Mutti nicht. Da war ich scheinbar zu langsam beim Ausfüllen des Formulars. Da hat mir jemand den zweiten Termin rausgeklaut. Ja. Jetzt hat nur mein Vati einen Termin, meine Mutti noch nicht. Den wollte ich diesen Mittwoch buchen. Bin wieder vor dem Computer gesessen und da stand dann ganz groß, leider mussten alle Termine abgesagt werden. Sie fallen aus, denn es sind keine Impfdosen vorhanden. Also nächste Woche schauen wir mal, ob es Impfdosen gibt. Dann werde ich versuchen, für die Mutti einen Termin zu erwischen. Ja. Soweit zu meinem Impferlebnis. Ja. Das zieht sich jetzt schon über 3 Wochen hin. Ja. Und bei uns in Österreich haben jetzt die Risikogruppen begonnen, geimpft zu werden, aber erst 65 Jahre
abwärts, also alles was 65 aufwärts ist, nicht mit dem zugelassenen Impfstoff AstraZeneca. Der ist jetzt für die, ich sage jetzt, jüngeren Risikogruppen in Aktion bei uns. Ja, und sonst kann ich euch nichts berichten, außer bei uns ist strahlender Sonnenschein, wunderschön. Wir haben 18 Grad und das am 25. Februar oder so. Also, ja. Aber ich glaube, es bleibt nicht so. Sie haben wieder kühler angesagt und Schnee. Ja, wir lassen es auf uns zukommen, wie alles. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und verabschiede mich wieder von euch. Macht es gut. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.